hat das wirklich seine nachvollziehbaren Gründe, dass die Wissenschaft, die ja nun schon einige Jahrhunderte alt ist, je nachdem, was man unter Wissenschaft verstehen mag, es bis heute nicht geschafft hat, die Mehrheit der Menschen zu erreichen. Und wenn wir eine Demokratie haben wollen, dann muss die Wissenschaft doch die Mehrheit erreichen. Oder nicht? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Wie wollen wir gut regiert werden, frage ich mich, wenn die Mehrheit aller, die wählen gehen, keine Ahnung hat, was sie da macht. Und laut den Forschungen von Dunning-Kruger ist das so und wissenschaftlich nachweisbar. Aber nicht einmal die wirklich leicht verständliche Forschungsarbeit dieser beiden Burschen ist unten angekommen. Also nicht genügend. Es reicht nicht, dass sich am Wählerverhalten etwas ändert. Und wenn das so ist, dass die Ergebnisse der Wissenschaft es nicht schaffen, am Wahlverhalten etwas zu ändern, obwohl der Inhalt der wissenschaftlichen Forschung das dringend jetzt erforderlich macht, oder nicht? Was läuft dann falsch? Da könnte jetzt jemand doch provokativ behaupten, da steckt eine böse Absicht dahinter, oder nicht, oder nicht, oder nicht? Ist das böse Absicht? Und wird es besser, wenn wir den Podcastern vertrauen? Kleines Problem. Oh, oh, oh. Unter wie viel Podcasts ist denn ein einziger, dem man vertrauen kann, hinter dem Kompetenz stecken könnte? Und schaue ich nicht immer die falschen? Also selbst ich, der ich nur Themen schaue, wo ich einigermaßen ein bisschen Bescheid zu wissen glaube, stehe am Ende ratlos da.